Nachdem wir nun gelernt haben, wie Maschen gefangen werden, ich habe hier einmal 20 Stück auf die Rundstricknadeln mit der Nummer 8 gemacht, möchte ich euch zeigen, wie man rechte Maschen strickt. Das haben wir jetzt gefangen. Dann drehen wir das herum und ich zeige erstmal ganz deutlich, wie man den Faden hält. Manche stricken, die wickeln den Faden um den Finger und geben dann immer nach. Mir ist es zu umständlich und ich finde, die Maschen werden auch zu fest, deswegen mache ich das so und der kleine Finger hält immer die Wolle. So spannen wir es dann. Der Daumen und der Mittelfinger halten die Nadel, der Zeigefinger spannt den Faden und der kleine Finger hält den Faden. Die andere Hand nimmt die Nadel und geht nach von vorne nach hinten hinein. Auf jeden Fall von vorne nach hinten. Dann legen wir den Faden herum und ziehen ihn durch die erste Masche. Dann machen wir die erste Masche von der Nadel herunter. Zweite Maschen. Wir gehen von vorne nach hinten, legen den Faden herum, ziehen erst durch. Der Finger schubst die Nadel an und herunter. Wieder. Von vorne nach hinten den Faden herumgelegt. Durchziehen. Der Finger schubst die Masche herunter. Und hier kommt immer mehr Faden. Ich ziehe mit dem Finger nach den Faden und der kleine Finger spannt den Faden. So, von vorne nach hinten herum durchgezogen. Der Finger schubst die Masche herunter. So. Ich zeige zwischendurch nochmal, wie wir den Faden halten. Der kleine Finger hält, der Zeigefinger spannt. Und der Daumen mit dem Mittelfinger hält die Nadel. Das sind die rechten Maschen. Einmal schon ein bisschen schneller gestrickt. Weil die erste Reihe ist immer die schwierigste, weil es ein bisschen fester ist mit den Maschen. Ab der zweiten Reihe geht das schon einfacher. Wir sind gleich hinten. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, 19. So, ganz wichtig, sonst wird es schief und krumm. Den Faden nach vorne legen, die letzte Masche und die letzte Masche nicht stricken, nur einfach die Nadel hinein. Herumdrehen. Und jetzt könnte man wieder von vorne anfangen, wenn man nur rechte Maschen stricken will, das Maschenbild als rechte Maschen. Die erste stricken, wie gezeigt, bis ganz zum Schluss. Und wie gesagt, bitte die letzte Masche nur abheben, heißt es, nicht stricken. Sonst wird das viel zu locker und total schief. Wenn man nur rechte Maschen strickt, gibt es dieses Maschenbild, wie so kleine Wellen, sage ich immer. So eine Welle hier sind immer zwei Reihen, die kann man sehr gut zählen. Und das sieht dann so aus. Wie gesagt, 18, 19, Faden nach vorne, Masche abheben. Wir haben zwei Reihen gestrickt und das ist eine rechte Masche.